Schon als Kind habe ich es immer geliebt, möglichst hoch zu klettern. Egal ob auf Bäume oder anderes. Ich liebe es, aus 15 Metern Höhe ins Wasser zu springen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Auch wenn es manchmal gefährlich sein kann. Und es geht mir einfach großartig, wenn ich auf eine Leiter klettere. Da fühle ich mich wohl. Höhenangst ist mir fremd. Ich war gerade dabei, die Ausrüstung am Dachrand zu deponieren, als die Leiter einfach wegrutscht. Und plötzlich habe ich nur noch geschrien. Wahrscheinlich den lautesten Schrei in meinem ganzen Leben. Ich hatte furchtbare Angst. Auf dem Boden angekommen, fühlte ich mich völlig zerschmettert. Aber ich sagte mir, immerhin bin ich nicht tot. Der Sturz hat Henri Lemaître nicht umgebracht. Lebensbedrohliche Probleme bekommt er erst durch seine Aufenthalte im Krankenhaus. Infektionskrankheiten sind weltweit die häufigste Todesursache. In Deutschland sterben heute jährlich etwa 15.000 Menschen an resistenten Krankenhausbakterien. Frankreichs Kliniken zählen die doppelte Zahl. Sie hat uns erreicht, die Antibiotikakrise. Wir verlieren auf unserer Intensivstation sicherlich mindestens ein Drittel aller Patienten an Infektionen. Der Elektriker Henri Lemaître hat mehr als Glück. Auf wundersame Weise überlebt er seinen Sturz vom Dach des fünfstöckigen Mietshauses. Für ihn folgt eine Zeit des künstlichen Komas und vieler Operationen. Ich bin ungefähr 1,5 Monate später aufgewacht. In einem ganz seltsamen Zustand. Ganz mager, ganz blass. Ich hatte 35 Kilo abgenommen. Der Chirurg hatte ein bisschen repariert. Hier und da. Die ganzen Brüche. Ich hatte überall was. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, konnte ich mit dem Chirurg reden. Er erklärte mir, wir haben alles ganz gut gepflegt, aber Sie haben ein Problem an beiden Füßen. Schließlich sagte der Chirurg, wir haben mehrere Antibiotika ausprobiert und versuchen jetzt noch ein letztes. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass der Keim damit verschwindet. Schon bald merkte ich, dass die große Wunde an meinem linken Fuß heilte, aber dass die am rechten Fuß immer schlimmer wurde. Henri Lemaître hat sich einen Staphylococcus aureus, auch MRSA genannt, eingefangen. Durch falsche Anwendung von Antibiotika hat sich der Anteil multiresistenter Bakterien in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Allein in Deutschland infizieren sich jährlich mindestens 35.000 Menschen mit MRSA. Die Dunkelziffer schätzen Experten weitaus höher ein. Und gerade im Krankenhaus, wo Antibiotika sehr großzügig zur Anwendung kommen, weil eben viele sehr schwerkranke Patienten sich an einem Ort gebündelt finden dort, da kommt es eben dann sehr schnell zur Entwicklung dieser Resistenzen, wie man sie nennt. Das heißt also Widerstand der Bakterien gegen die Antibiotika. MRSA oder ORSA, wie wir ihn auch nennen, also praktisch ein resistenter Staphylococcus. Staphylokokken tragen wir alle normalerweise in der Nase herum. Aber wenn er nun in eine Wunde gerät im Krankenhaus, eine offene Wunde oder auch in eine Operationswunde, kann er fürchterliche Probleme verursachen, weil er eben nur noch auf wenige Antibiotika, die wir derzeitig auf dem Markt haben, sensibel ist. Bakterien, einerseits lebenswichtige Organismen, andererseits gefährliche Keime. Sie vermehren sich schnell. Alle 20 Minuten können sie sich verdoppeln. Ihre Gegner, Antibiotika. Gegen diese chemischen Wunderwaffen hatten die Krankheitserreger lange Zeit keine Chance. Doch immer häufiger setzen sich die Bakterien gegen die Antibiotika zur Wehr. Einige machen einfach die Poren dicht, durch die die Antibiotika normalerweise ins Zellinnere kommen. So blocken sie den Gegner effektiv ab. Andere Bakterien greifen den Feind erst an, wenn er schon im Inneren ist. Über spezielle Pumpen befördern die Bakterien die Antibiotika wieder hinaus, bevor sie Schaden anrichten.
Die Abwehrpläne der Keime entstehen zufällig durch Mutationen in der Erbsubstanz. Diese Fehler haben zu unterschiedlichsten Strategien geführt, sodass sich resistente Bakterien immer weiter vermehren, trotz Antibiotika. Nach mehreren Monaten Klinikaufenthalt und über 20 Operationen ist Henri Lemaître wieder zu Hause in Südfrankreich. Weil Antibiotika bei ihm nicht mehr anschlagen und sein Fuß einfach nicht heilt, muss er ihn so steril wie möglich halten. Hierbei wendet er die sogenannte Papineau-Methode an, eine Behandlungsart, die man noch vor der Entdeckung von Antibiotika angewendet hat. Die Wunde wird täglich mehrmals gereinigt und verbunden. Auch wenn dies harmlos klingt, die Situation ist mehr als brenzlig. Wenn der Fuß nicht heilt, muss er amputiert werden. Das bedeutet wirklich Arbeit für mich. 3 Stunden am Tag. Morgens, mittags, abends. Und ich darf es nicht vergessen. Besonders vorm Schlafengehen. Ich muss mit einer Bandage schlafen, die sauber ist und perfekt sitzt. Das Ziel dieser Papineau-Methode ist hauptsächlich, dass die Zahl der Staphylokokken im Bein nicht ansteigt. Solange sie in der Wunde bleiben, ist es nicht so schlimm. Aber wenn sie die Knochen oder das Blut angreifen, kann es wirklich den Tod bedeuten. Mein Chirurg hat mir gesagt, wenn es in dem Bein anfängt zu jucken, kommen Sie sofort mit dem Zug oder Flugzeug ins Krankenhaus. Wir müssen dann schnell eingreifen, bevor es zu spät ist. Sonst müssen wir das Bein amputieren. Sie könnten sogar sterben. Das ist schon oft passiert. Das heißt, ich muss sehr vorsichtig sein. Ich nehme auch kein Antibiotikum mehr. Und ich bin einfach sehr vorsichtig. In den Folgemonaten macht sich Henri Lemaître auf die Suche nach alternativen Behandlungsmethoden. In Paris wird er fündig. Hier trifft sich die internationale Wissenschaftswelt am Institut Pasteur, um über die allgemeine Antibiotika-Problematik zu konferieren. Neben interessierten französischen Mikrobiologen und Ärzten ist auch eine Gruppe von georgischen Wissenschaftlern dabei, die ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit der sogenannten Bakteriophagentherapie präsentieren. Einer alternativen Therapie zu Antibiotika, die auf immer mehr Interesse stößt. Wir erforschen und produzieren Phagen. Und wir haben Erfahrungswerte aus unseren diagnostischen Kliniken. Daher wissen wir, welche Phagen wirken. Der Vor- und auch der Nachteil der Phagen ist im Vergleich zu Antibiotika, dass sie so spezifisch sind. Jeder, der Antibiotika nimmt, weiß, dass es aufgrund der Breitbandwirkung dem Magen schadet und andere Probleme wie Allergien verursacht. Alexander Fleming, der Erfinder des Penicillins, prophezeite schon in seiner Nobelpreisrede von 1945, dass krankheitserregende Bakterien Antibiotikaresistenzen entwickeln könnten. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg seit Mitte des letzten Jahrhunderts um 10 Jahre an und veränderte den Alltag unserer westeuropäischen Welt entscheidend. Mithilfe von Antibiotika war man plötzlich in der Lage, tödliche Infektionskrankheiten wie Lungenentzündungen, Syphilis und Scharlach auszurotten. Schon bald schien der Kampf gegen die Bakterien gewonnen. Viele Pharmahersteller strichen daraufhin ihre Infektionsforschung zusammen. Ende der 1990er Jahre tauchten die ersten unbezwingbaren Staphylokokken auf. Die Waffe, die jahrzehntelang die Menschheit vor gefährlichen Bakterien schützte, verliert ihre Kraft. Dr. Dublanchet ist ein pensionierter Mikrobiologe, der aber weiterhin Patienten mit antibiotikaresistenten Bakterieninfektionen behandelt. Als er von Henri Lemaître um Hilfe gebeten wird, ist er sich unsicher, ob er bei diesem schwierigen Fall wirklich helfen kann. Die einzige medizinische Alternative, die ihm hierzu einfällt, ist die Bakteriophagentherapie, für die er sich seit einiger Zeit interessiert.
Der Patient, dessen Bein nach unzähligen Antibiotikatherapien amputiert werden sollte, fragte mich, können Sie etwas für mich tun? Ich antwortete vorsichtig, vielleicht, denn er war in einer besonders katastrophalen Situation mit einer schrecklichen Fußinfektion, die er sich nach einem Sturz von einem Dach geholt hatte. Er hatte viele Infektionen. Eine davon war eine Krankenhausinfektion mit Staphylokokken. Und sein Fuß war schon seit mehreren Monaten eitrig, ohne dass irgendjemand in der Lage war, ihn zu behandeln. Die Chirurgen sagten ihm, es gibt nur noch eine Lösung, die Amputation. Ich war zu diesem Zeitpunkt mit Phagen aus Osteuropa beschäftigt und ich wusste, dass sie effizient und hochwertig waren. Phagen sind Viren, die Bakterien befallen und töten, aber nicht den Menschen. Bei dem richtigen Einsatz vermehren sich die sogenannten Bakterienfresser am Ort des Infekts so lange, bis keine Keime mehr vorhanden sind. Dabei heften sich die Phagen ganz gezielt an das Bakterium und injizieren ihr Erbgut. Das geänterte Opfer mutiert zur Phagenfabrik. Schließlich platzt es und entlässt hunderte neuer Viren auf Beutezug. Finden diese keinen passenden Wirt mehr, werden sie schließlich vom Körper ausgeschieden. Dr. Dudonchet möchte mehr über diese Therapie erfahren. Auf der Suche nach einer Lösung für die hartnäckigen Problemkeime seines Patienten macht er sich gemeinsam mit dem Infektionsarzt Dr. Olivier Patey auf den Weg nach Georgien. Ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes kleines Land südwestlich Russlands. Wir hoffen, dass wir praktische Anwendungen der Phagentherapie bei Patienten beobachten können. Georgien ist das historische Ursprungsland der Bakteriophagentherapie. Noch während des Zweiten Weltkriegs bauten georgische Wissenschaftler mit Stalins Unterstützung das Eliava-Institut in Tiflis auf, in dem Millionen von Menschen mit Viren behandelt und gerettet werden konnten. 9 Uhr morgens. Schlange stehen vor dem diagnostischen Zentrum im Eliava-Institut. Wir haben die Phagen noch nicht benutzt. Am Anfang gab ich ihr Antibiotika. Jetzt will ich Phagen probieren. Das war früher das beste Institut der Welt. Und heute steht es kurz vor dem Niedergang. Gott sei Dank funktioniert es noch. Hier wird von jedem Patienten zunächst eine Analyse der vorhandenen Bakterien gemacht, bevor es zu einer weiteren Behandlung kommt. Häufige und lange Antibiotikatherapien verursachen Nebenwirkungen und die Patienten bekommen ihre gewünschten Ergebnisse oft gar nicht. Deswegen bleibt als einzige Lösung die Phagentherapie, weil Phagen eins der effektivsten Mittel sind. Die Auswertung der Bakterien findet noch an Ort und Stelle statt. Ist der Keim dem Institut bereits bekannt, können sich die Patienten an der hauseigenen Apotheke das schon vorhandene Gegengift besorgen, Bakteriophagen. In Georgien ein ganz normales Heilmittel gegen fast jede Krankheit. Für eine Halsentzündung nimmt man eine Ampulle dreimal pro Tag. Nach dem Essen spült man die Mundhöhle mit Sodawasser oder einer Kamillentinktur aus. Dann flößt man sich mit der Spritze die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Hals. Es ist wichtig, die Flüssigkeit im Hals eine Weile zu halten. Sie ist unschädlich, sodass wir sie sogar danach schlucken können. Sie ist auch für den Magen-Darm-Trakt sehr gesund. Diese Behandlung muss man mindestens 10 Tage und maximal 15 bis 20 Tage machen. Es hilft wirklich und ist die beste Alternative zu Antibiotika. Ah,
Es stimmt, ich habe vergessen, es zu erwähnen. Wahrscheinlich aus Respekt zu meinen Kollegen aus dem Osten, dass es eigentlich kein großes Vertrauen in die Qualität der Produkte, besonders der pharmazeutischen Medikamente, gibt, die aus osteuropäischen Ländern kommen. Das französische Ärzteteam ist im Hinblick auf Henri Lemaitres Therapie besonders interessiert an dieser Behandlungsmethode. Sie dürfen zuschauen, als Chefarzt Dr. Gvasalia eine Patientin mit einer Wundinfektion am Hals untersucht. Die Wunde hatte sich lebensgefährlich entzündet, nachdem auch bei ihr Antibiotika nicht mehr angeschlagen hatten. Wir spülen die Wunde mit Phagen aus und machen dann einen Phagenverband. Das wirkt ein paar Stunden und gegen 8 Uhr werden wir den Verband wechseln. So schnell keimfrei. Das könnte wirklich eine interessante Therapie sein. Besonders zur Zeit des Kalten Krieges wurden auf diese Art und Weise schon Millionen Menschen behandelt, weil es zu dieser Zeit kaum Zugriff auf Antibiotika gab. Die Therapie wurde in der Sowjetunion alltäglich und das Wissen über die Anwendung der Phagen gehörte zu der ganz normalen Ausbildung eines Allgemeinmediziners. Gleichzeitig war es im Kommunismus nicht notwendig, die Wirksamkeit der Methode mittels wissenschaftlicher Studien zu dokumentieren. Aus der Perspektive der westlichen Welt haftet der Phagentherapie deshalb etwas Unseriöses an, obwohl sie, zumindest in Georgien, immer noch häufig verwendet wird. Ich habe diesen Nachmittag etwas sehr Spannendes gesehen. Die Anwendung der Bakteriophagen. Die Ärztin, der wir zuschauen konnten, war in den 30ern und sie behandelt mit Phagen, die immer noch so produziert werden wie vor 70 oder 80 Jahren. Das fand ich wirklich erstaunlich. Während des Ersten Weltkriegs entdeckte der Kanadier Félix Derel erstmals Phagen. Damals war die Menschheit den Bakterien nahezu schutzlos ausgeliefert. Antibiotika gab es nicht. In Europa und Amerika boomte die Phagentherapie zwischen 1920 und 1940. Sogar große Pharmafirmen stellten Phagentherapeutika her. Gemeinsam mit Georgi Iljava gründete Derel noch während des Zweiten Weltkriegs das Iljava-Institut in Tiflis, das heute auf eine insgesamt glanzvolle 80-jährige Geschichte zurückblicken kann. Abgeschottet von der westlichen Medizin wurde die Phagentherapie in der ehemaligen Sowjetunion die Alternative zu Antibiotika. Der ehemalige Direktor des Instituts erinnert sich noch an die florierenden Zeiten. Stellen Sie sich vor, dass wir im Jahr 1988 490.000 Phagentabletten gegen die Ruhr produzierten. 490.000 Tabletten. Und eine Tablette bestand aus 25 Millilitern flüssiger Phagenlösung. Phagen gegen Typhus, 485.000 Tabletten. Gegen Salmonellen, 60.000. Also die Menge der Phagen, die wir produzierten, war enorm. Wir stellten mehrere Tonnen davon her. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die Spuren der goldenen Zeiten so gut wie verwischt. Das Institut hat kein Geld mehr, weder für die Forschung noch für die Renovierung des Gebäudes. Was kann ich für mein Pied?
Was kann ich für meinen Fuß noch tun? Was kann ich tun, nachdem Sie schon alles ausprobiert haben? Wenn doch nur dieser Arzt, Dr. Dublanchet, Phagen aus Georgien mitbringen würde, dann könnten wir diese Behandlungsmöglichkeit noch ausprobieren. Und sonst? Sonst schneide ich ihn ab. Ich habe jedenfalls die Nase voll. Ich kann nicht mehr. Eine Amputation wäre eine Katastrophe. Das ist meine größte Angst. Ich glaube, das wäre wie Selbstmord für mich. Für mich ist es einfach nicht vorstellbar. Mein Job, mein Liebesleben, mein Leben mit meinem Sohn und alles, was ich liebe. Mir würde nur Lesen und die Musik bleiben. En gros, je garde que la musique et un peu la lecture, quoi. Mais je... Wie soll ich nur leben? Ich wache nachts auf und fühle mit der Hand, ob mein Fuß noch da ist. Ich wache schweißgebadet nach einem Albtraum auf und stelle dann fest, dass er noch da ist und wehtut. Es muss einfach klappen. In Georgien will sich das französische Forscherteam vom Institutsleiter Dr. Adamia die Labore zeigen lassen. Die Wissenschaftler kennen sich bereits von der Konferenz in Paris. Sie werden sehen, dass die Labore mehr oder weniger renoviert worden sind, während die allgemeine Infrastruktur immer noch ein Desaster geblieben ist. Wir haben angefangen, das Gebäude in den letzten 3-4 Jahren zu renovieren. Wenn Sie solche elektrischen Verteilerkästen in Europa sehen würden, würde man sie wahrscheinlich dafür umbringen. Ich würde in Frankreich sicher sofort in den Knast kommen, allein wegen der Tatsache, dass ich hier der Institutsleiter bin. Die französischen Ärzte wollen möglichst viel über Phagentherapie und Produktion erfahren. Neben Henri Lemaître sind ihnen viele Patienten bekannt, bei denen Antibiotika nicht mehr wirken. Sie haben absolut recht, denn auch hier haben sich Resistenzen mehr und mehr verbreitet. Wie bei Cholera. Ich glaube, das ist ein Anhaltspunkt für einige Länder. Hier ist es einfacher, weil man es direkt anwenden kann. Und man ist daran gewöhnt. Die Leute aus der Sowjetzeit kannten die Phagen. Dann in den 90ern vergaßen sie sie. Bis in die 1990er Jahre, also bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, arbeiteten im Ilyava-Institut 1200 Menschen und erforschten Phagen für den gesamten Ostblock. Heute arbeiten hier nur noch 70 Menschen. Zur Zeit der politischen Umbrüche der Sowjetunion war die einzigartige Sammlung der Phagen ganz besonders in Gefahr. Unsere Mitarbeiter sind wirklich Helden. Denn es gab hier Zeiten, besonders im Winter, als es für Tage und Wochen keine Elektrizität gab. Sie haben dann die Phagensammlungen oder Teile der Sammlungen mit nach Hause genommen, um sie am Leben zu erhalten. Das hat funktioniert. Leider ging ein großer Teil der Sammlung verloren. Aber sie haben es geschafft, einen sehr wichtigen Teil der Phagen- und Bakterienstämme zu erhalten. Zur Zeit dieser politischen Umbrüche im Osten gab es einige Wissenschaftler und Ärzte, die ihr Glück in Europa suchten. Unter ihnen auch der georgische Arzt Noda Danelia. Ich habe immer gedacht, dass Phagotherapie ist ein normaler Weg, gegen Erreger zu kämpfen. Aber als ich hier kam, habe ich keine Phagen gesehen. Und ich war sehr erstaunt, warum denn nicht? Der Chirurg Dr. Danelia wird beim Oberarzt der Herz- und Gefäßchirurgie Dr. Pichelmeier der Medizinischen Hochschule in Hannover vorstellig.
Letzterem ist das Thema der Antibiotikaresistenz sehr wohl bekannt. Doch von der Bakteriophagentherapie hat er noch nie etwas gehört. Er ist dann zu uns gekommen, wie gesagt, mit dem Koffer. Muss man sich das vorstellen wie ein Vertreter, der in seinem Koffer sozusagen die verschiedenen Produkte mit sich bringt. Und dort drin hat er dann kleine Glasfläschchen mit Phagen mitgebracht zum Anschauen. Da sieht man natürlich nichts, das sind klare Lösungen. Na gut. Ja, das sind die Monostaph-Phagen. Obwohl Dr. Pichelmeier grundsätzlich Interesse an einer alternativen Behandlungsmethode zu Antibiotika hat, diesen unbekannten Flüssigkeiten traut er zunächst nicht. Natürlich war man skeptisch, ganz klar. Gerade wenn man von Viren hört. Für den Mediziner sind Viren immer etwas, wo man sehr viel Respekt hat, weil eben die Therapiemöglichkeiten viel geringer sind als gegenüber Bakterien. Also so die klassischen Antibiotika, die gegen viele Viren funktionieren, gibt es da halt nicht. Jetzt noch mal die Bilder anschauen. Nach erstaunlichen Laborergebnissen folgen die ersten positiven Versuche in der Praxis. Das wissen wir noch nicht. Wir werden es nicht los. Dr. Pichelmeier beginnt, die Phagen in seinen Klinikalltag zu integrieren und arbeitet sehr eng mit Noda Danelia und seinen Phagen aus Georgien zusammen. Bis eines Tages die Behörden auf die Klinik aufmerksam werden und dem Ganzen ein abruptes Ende bereiten. Also wir haben das mit großem Enthusiasmus auch im Rahmen einer Pilotstudie verfolgt damals, zusammen mit unseren Kollegen aus der plastischen Chirurgie, die natürlich auch sehr viel mit offenen Wunden, Problemwunden und so weiter zu tun haben. Und wie gesagt, waren unsererseits eigentlich ganz begeistert von der initialen Erfahrung und hätten das auch gerne weiter verfolgt. Aber dann muss man sagen, ist tatsächlich der, sagen wir mal, das Problem, was sich dann entwickelt hat, war tatsächlich eins, eine größere Studie, die notwendig gewesen wäre, tatsächlich zu finanzieren. Und dann hat es tatsächlich auch im Krankenhaus eben gewisse rechtliche Bedenken gegeben, ob man eben etwas, was nicht zugelassen ist, im Rahmen einer Untersuchung wirklich großzügig einsetzen darf. Und darüber hinaus ist dieses Projekt ins Stocken geraten. Am Robert-Koch-Institut in Berlin forscht Professor Wolfgang Witte seit 33 Jahren an Staphylokokken. An die Zeit nach dem Umbruch im Ostblock erinnert er sich noch sehr gut. Wir sind eigentlich eher lose kontaktiert worden von Ärzten auch aus der ehemaligen Sowjetunion, die sich mit dem Thema Phagentherapie in Deutschland befasst haben. Und die haben uns ihre Ergebnisse gezeigt, haben nach unserer Meinung gefragt. Und unsere Meinung war, dass es sich bei den Fällen, die sie vorgestellt haben, um eher anekdotische Berichte handelt und dass es erforderlich wäre, dazu eine vernünftige klinische Vergleichsstudie durchzuführen, um den Wert der Phagentherapie auf wissenschaftlicher Grundlage einmal näher zu untersuchen. Für eine Zulassung der Bakteriophagen als Medikament in Europa braucht man, wie bei allen medizinischen Produkten, vor allen Dingen eins: sehr viel Geld. Um die 10 Millionen Euro kostet eine Studie für nur einen speziellen Phagen gegen ein bestimmtes Bakterium. Pharmafirmen investieren jedoch nur dann, wenn ihnen der anschließende finanzielle Profit sicher ist. Bei den Phagen ist dies schwer einschätzbar. Der belgische Arzt Ludo Hasen ist einer von vielen Forschern, die im festen Glauben an die Phagentherapie an den komplizierten Bestimmungen der Zulassungsbehörden scheiterte. 2 Jahre lang suchte er gemeinsam mit seinem Partner für die eigene Firma PhageTech Investoren, um die notwendigen Studien zu finanzieren. Vergeblich. They were very interested, but they immediately always ask about IP protection. Alle waren sehr interessiert, aber sie haben auch immer sofort nach Patenten gefragt. Und für das Naturprodukt Phagen ist es sehr schwierig und kompliziert, ein klares und wasserdichtes Patent zu bekommen. Die zweite Frage, die aufkam, war: Haben Sie Studien darüber, ob es bei Patienten funktioniert? Und die Antwort darauf war nein. Es gibt zwar einzelne Berichte, aber es hat bisher keine klinische Studie gegeben, die westlichen Standards entspricht und beweist, dass Phagen effektiv Bakterien im Menschen bekämpfen. Also haben die Investoren gesagt, kommen Sie zurück, sobald Sie handfeste Daten haben.
und dann können wir über Geld reden. Was in Europa unmöglich erscheint, ist in Georgien überhaupt kein Problem. Die alltägliche Praxis ersetzt die Studie. Hier werden sogar schon Kinder mit den Phagen behandelt. Die achtjährige Salome war schon als Kleinkind Patientin der staatlichen Augenklinik in Tiflis, wo sie wegen einer Augenentzündung mit Bakteriophagen behandelt wurde. Antibiotika hatte sie nicht vertragen. Ihre Augen haben ständig getränt. Davon waren sie dann rot unterlaufen. Aus dem rechten Auge kam sogar eine eitrige Flüssigkeit. Als wir hier zur Untersuchung herkamen, haben die Ärzte uns sofort empfohlen, die Phagen zu versuchen. Die Augen sollten mit Phagen ausgewaschen werden. Sie wollten untersuchen, was für Ergebnisse das bringen könnte. Und dann begannen wir mit der Therapie. Sie hatte immer die größeren Probleme mit dem linken Auge. Sehr selten waren es beide Augen gleichzeitig. In der Klinik gibt eine der Professorinnen eine Praxisvorlesung für ihre Studenten. Es geht besonders um das Erlernen der Anwendung der Phagentherapie. Am Beispiel der Patientin Salome soll dies den Studenten verdeutlicht werden. Komm, Salome. Soll ich mich setzen? Ja. Salome ist unser Patient. Ihr könnt sie fragen, was euch interessiert. Und womit behandelst du das Auge? Mit Bakteriophagen. Seit Salome mit der Phagenlösung behandelt wurde, hat sie keine eitrigen Augen mehr. Mehrmals täglich hatte sie diese Flüssigkeit angewendet. Schon nach kurzer Zeit war ein positives Ergebnis erkennbar. Ihre Augen sind schon seit Jahren in einem konstant gesunden Zustand. Heute braucht Salome die Tropfen nicht mehr. Ein prophylaktischer Gebrauch schadet aber dennoch nicht. Generell hat der Phage keine Nebenwirkungen, oder? Wenn ihr euch für Phagentherapie interessiert, werdet ihr selbst sehen, dass Phagen im Organismus keine Änderungen und Nebenwirkungen verursachen. Danke, Salome. In Georgien glaubt man fest an eine alte Kriegsführung mit der Regel: Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Diese Regel gilt auch für die Welt der Mikroben. Die Ärzte des Eliawa-Instituts holen sich die Phagen deshalb dort, wo es nur so vor Keimen wimmelt. Das schmutzige Wasser des Flusses Kura dient den georgischen Wissenschaftlern als eine optimale Quelle für ihre Phagensammlung. Je dreckiger das Wasser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, viele unterschiedliche Bakterien und ihre dazu passenden Phagen zu finden. Hier suchen sie auch nach einem Bakteriophagen für Henri Lemaitres resistenten Bakterienstamm. Im Labor wird jeweils für die neu auftretenden Bakterien der natürliche Feind gesucht. Die Keime auf den Petrischalen werden mit den Viren, die aus dem Dreckwasser isoliert worden sind, sorgfältig bepinselt. Tötet das Virus zufällig das Bakterium, wird mit diesem Phagen weitergearbeitet und überprüft, ob sich der Phage als Gegengift tatsächlich eignet. Können Sie mir das erklären? Sind das Darmbakterien? Man nimmt die Bakterienstämme. Der Darmbakterien? Ja, man pinselt sie hier auf diese Fläche und nach einigen Minuten, wenn es getrocknet ist, kann man verschiedene Phagen drauf tröpfeln. Hm?
Dr. Dublanchet hat Bakterien von seinem kranken Patienten aus Frankreich mitgebracht, damit für ihn hier ein passender Phage gefunden wird. Der Test im Labor dauert einige Stunden, bevor die Wissenschaftler wissen, ob es überhaupt eine Reaktion von einigen Phagen auf den Keim gibt. Es wird also getestet, ob die Phagen auf die Bakterien, die wir von der Klinik bekommen, wirken. Hierbei wird festgestellt, wie aktiv die Phagen sind. Wenn man einen Phagen hat, kann man ihn in Serie züchten. Der Prozess der manuellen Serienproduktion dauert anschließend mehrere Tage. Jeder einzelne Phage wird hierbei in einer etwas größeren Menge auf 5 verschiedenen Bakterienkolonien gezüchtet und nochmal auf seine Wirkung hin getestet. Nach 24 Stunden sind die Ergebnisse sichtbar. Die Flüssigkeit mit den Phagen ist im Unterschied zu ihrer Kontrollgruppe klar und durchsichtig, da hier die Bakterien abgetötet wurden. Das ist ein Proteus-Phage und seine Kontrollgruppe. Hier kann man auch den Unterschied deutlich sehen. Für bekannte Keime haben die Georgier ein Archiv von bereits definierten Phagen angelegt. Nur bei unbekannten Infektionen muss neu gezüchtet, destilliert und gesäubert werden. Es stimmt, die Produktion ist sehr archaisch, einfach und auch nicht besonders sicher. Der Herstellungsprozess entspricht überhaupt nicht dem der modernen Länder. Aber das schockiert und überrascht mich nicht. Ich denke auch, ich werde diese Methode anwenden, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Alles keine Überraschung, außer vielleicht, dass ich ein bisschen über die Produktionsmethode enttäuscht bin. Aber das Wichtigste ist doch vor allem die Heilung. Am Max-Planck-Institut in Berlin forscht Dr. Rudi Lurz seit über 30 Jahren im Bereich der elektromikroskopischen Molekulargenetik mit Bakteriophagen. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, die die verschiedenen Phagentypen von Grund auf kennt und auch ein Skeptiker, wenn es um die Frage geht, die Phagen in der Humanmedizin anzuwenden. In Georgien, die nehmen das aus Verzweiflung, weil sie keine Antibiotika haben und versuchen da zu optimieren. Und naja, da gibt es viele Probleme, bis das wirklich erfolgreich routinemäßig eingesetzt werden kann. Es ist einfach die Art, wie man es applizieren kann, wie konstant es ist, wie stabil man es reinigen kann. Der Aufwand, einen sauberen Phagen zu bekommen ohne Schmutz daneben, ist gigantisch. Und das kann für so ein medizinisches Produkt sehr, sehr aufwendig. Besonders wenn man es auf lebende Organismen oder auf einen Menschen bringt, der entwickelt ja sofort Antikörper gegen alles. Auch gegen den Phagen selber. Und darum ist hier die Anwendung schon sehr limitiert. Bei den Bakteriophagen unterscheidet man grundsätzlich 2 verschiedene Typen: virulente und temperente. Während die Wirkung der virulenten Phagen einschätzbar ist, können sich die temperenten Phagen verändern und sind deshalb für eine Humantherapie ungeeignet. Sie können die Gene der Keime übertragen. Wie gewöhnlich infizieren Phagen die Bakterien mit ihrer DNS und vermehren sich dann zu Tausenden in deren Innerem. Temperente Phagen nehmen jedoch Stücke des kranken Bakterienerbguts mit, bevor sie wieder andere Bakterien befallen. So können temperente Phagen resistentes oder krankes Erbgut der Bakterien übertragen. Sie werden so zu unfreiwilligen und gefährlichen Komplizen im Kampf gegen Antibiotika. Die Gefahr von diesen temperenten Phagen ist auch in Georgien durchaus bekannt. Aufgrund der jahrzehntelangen praktischen Erfahrung können die Wissenschaftler trotz ihrer manuellen Produktion temperente von virulenten Phagen unterscheiden. Der ungefährlichen virulenten Art gehört auch der Phage an, den Dr. Aladwice schließlich für Henri Lemaitres Problemkeim gefunden hat. Wir haben die Aktivität des Bakterienstamms von dem Patienten überprüft und ganz bestimmte Phagen ausprobiert. Und dann haben wir gesehen, dass alle Phagen gewirkt haben. Deswegen haben wir aus dieser Kultur eine neue Serie gezüchtet, die eine besonders starke Wirkung hat. Yes.
Dr. Aladwice überreicht diese extra angefertigte Phagenlösung den beiden französischen Wissenschaftlern, bevor sie wieder nach Frankreich fahren. Das Medikament müssen die Franzosen nun illegal über die Grenze schmuggeln. Tatsächlich ist die Phagenbehandlung in Europa auf der Gesetzesebene nicht ganz unmöglich. Im Zentrum für Verbrennungsopfer des Militärkrankenhauses in Brüssel arbeitet man seit einigen Jahren auch praktisch mit georgischen Phagen. Es ist das einzige Krankenhaus in Europa, das die Phagen unter bestimmten Bedingungen in Ausnahmefällen einsetzt. Bei schweren Fällen wendet der Chirurg Dr. Thomas Rose das Gesetz des Helsinki-Protokolls an. Helsinki-Protokoll, das heißt eigentlich, dass man anzeigen kann, dass der Patient alle klassischen möglichen Behandlungen bekommen hat, die aber nicht mehr helfen. Und dann kann man dem Patienten eine Behandlung anbieten. Und die Behandlung wäre in unserem Fall das Anbringen von dem Phagecocktail gegen die bestehende Infektion. In diesem Fall wird eine Frau mit schweren Brandwunden behandelt, die schon mehrfach operiert wurde und bei der die Antibiotika-Behandlung droht, nicht mehr zu greifen. Ein Fall, bei dem es aufgrund der schnellen Infektionsgefahr um Leben und Tod geht. Die Phagenlösung ist hier jedoch nur ein Zusatzmedikament zu Antibiotika. Also es ist eine Kombinationstherapie und meine Idee oder unsere Idee von unserem Labor aus ist eigentlich, dass der Phage dieses Bakterium so abschwächt in seiner Gefahr, dass das Antibiotikum doch wieder auf dieses Bakterium einwirken kann und damit diese Resistenz überwindet. Wir haben gesehen, also dass der bakterielle Load in der Wunde, dass der weniger wird, also dass es auch effektiv hilft. Das sind die berühmten Bakteriophagen, die ich ohne Rezept gekauft und ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen in meinem Koffer transportiert habe. Ich habe einige auf Lager. Dr. Dublanchet will nun endlich die Phagen bei seinem Patienten anwenden. Auf dessen eigene Verantwortung findet die Behandlung im Krankenhaus von Dr. Patel statt. Wie geht's? Nun ja, besser. Besser als beim letzten Mal oder genauso? Keine Schmerzen mehr? Besser, das wäre... Nein, genauso gut. Das dauert verdammt lang. Als ich die Lösung neulich aufstrich, war es komisch, die Kälte zu spüren. Ich hatte hier seit 4 Jahren nichts mehr gespürt. Das bedeutet, dass die Nerven wieder wachsen und die Wunde vernarbt. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Nun gut, ich werde Ihnen jetzt ein wenig Bakteriophagen über die Wunde gießen. Sie wissen ja schon, wie das abläuft. Das Ganze ist völlig schmerzfrei. Sogar die Haut ist schön. Ich setze mich dafür ein, dass in Notfallsituationen Patienten, die wirklich in Schwierigkeiten sind, und Schwierigkeiten ist vielleicht noch zu schwach ausgedrückt, geholfen wird. Das ist der Grund, weswegen ich mir aus ethischen Gründen erlaube, die Phagentherapie anzuwenden, auch wenn die Studien noch fehlen. 3 Monate sind vergangen, seit Henri Lemaître von Dr. Dublanchet mit der Phagenlösung aus Georgien behandelt wurde. Eine Behandlung im legalen Grauzonenbereich, bei der Arzt und Patient ein Wagnis eingegangen sind. Doch tatsächlich scheint sich das Risiko gelohnt zu haben. Die ersten Erfolge sind sichtbar. Aujourd'hui, on vient de faire cette dernière expérience. J'ai une plaie qui est propre depuis 15 jours. Ça va, ça vient, je peux pas encore me baser sur. Heute haben wir die letzte Behandlung gemacht. Die Wunde ist sauber seit 15 Tagen. Es kommt und geht. Ich weiß nicht, wie es wird.
Aber ich kann schon sagen, dass es viele gute Zeichen gibt, die mich glauben lassen, dass der Fuß heilt. Klar, man muss wieder Knochen einpflanzen und das hat man noch nicht gemacht. Man hat ein riesiges Loch gelassen. Wir wissen also, dass es noch sehr lange dauern wird. Aber zum ersten Mal gab es einen Abstrich ohne Staphylokokken. Das erste Mal keimfrei seit 4 Jahren. Das Trauma ist immer noch da. Okay, es ist jetzt zu und alles ist gut. Ich esse gesund und ich bin ziemlich stark. Aber ich fühle mich immer noch nicht ganz in Sicherheit. Trotzdem, ich kann mich schon ein bisschen mehr entspannen. Je peux pas dire que je sois complètement en sécurité, mais enfin, ça devient, ça passe aux oubliettes petit à petit quand même. Et là, il semblerait que ce soit bien sec. Hier scheint es schön trocken zu sein, es eitert nicht. Nun, wenn wir überprüft haben, dass da nichts mehr ist, können wir die Wunde komplett schließen. Dieser Fuß wird aber leider trotz allem diese Krümmung behalten. Also ich für meinen Teil bin verblüfft. Verblüfft von dieser Entwicklung, die wirklich von Anfang an sensationell ist. Wir hatten überhaupt keine Probleme, keine Rückfälle. Bis heute sind die Dinge wie am Schnürchen gelaufen. Am Rande von Paris, in einem speziellen Krankenhaus für Amputationen, stellt die Antibiotikakrise ein extrem großes Problem dar. Hier werden Patienten eingeliefert, deren Infektionen in der Regel nicht mehr heilen und oftmals radikal operiert werden müssen. Hier präsentieren Dr. Dublanchet und Dr. Patey die Ergebnisse ihrer Studienreise aus Georgien sowie die ihrer Phagenstudie mit Henri Lemaître. Für die Klinik wäre eine erfolgreiche Alternative zu Antibiotika eine große Veränderung für die eingelieferten Patienten. Wir haben hier eine Vielzahl von Infektionen mit resistenten Bakterien. Und oft gibt es Situationen, in denen wir nicht weiterkommen und die Antibiotikatherapie nicht mehr wirkt. Dann müssen wir operieren. Uns sind also die Schwierigkeiten bei der Behandlung von Infektionen sehr vertraut. An dieser Stelle könnte die Phagentherapie eine mögliche Lösung sein. Denn sonst müssen wir die Patienten immer wieder operieren. Diese Eingriffe sind oft ganz furchtbar und eine große Belastung. Wir müssten dann zumindest nicht immer operieren. Bei den Phagen ist es ja nun so, dass ein Prinzip auf gar keinen Fall klappt oder klappen wird. Dass man ein oder zwei Phagen hat, die vielleicht einmal im Labor bei meinen getesteten Bakterienstämmen ein breites Wirtsspektrum zeigten. Und wenn man dann davon ausgeht, dass das so bleibt, das ist nicht so. Die Bakterien ändern sich. Wir haben auch eine Dynamik der Krankenhauskeime. Mit anderen Worten, Sie müssen ein solches Produkt ständig den Gegebenheiten anpassen. Das holländische Pharmaunternehmen Micreos hat jedoch genau das gemacht. Sie haben einen Phagen mit einem besonders breiten Wirtsspektrum gegen MRSA entwickelt, der alle verwandten Stämme dieses Keims vernichten soll. Sie glauben fest daran, dass er jahrzehntelang haltbar ist. Wo sich die Georgier noch eine individuelle Therapie leisten, muss sich eine europäische Firma wie Micreos nach den Marktbedingungen des Kapitalismus richten. Der Unterschied ist der, dass wir versuchen, im Vornherein einen Phagen zu finden, der möglichst viele Stämme lysiert. Und auch das tun die Georgier, aber die Georgier sind sehr schnell im Suchen von neuen Phagen für das Problem, was der Patient in dem Augenblick hat. Das ist nicht möglich in der westlichen Welt, um auf dieser Basis Produkte zu entwickeln. Und darum muss man sorgen, dass das Produkt, das man macht, von Anfang an sehr brauchbar ist. Neben anderen kosmetischen Phagenprodukten soll ein Medikament gegen MRSA schon bald käuflich zu erwerben sein. Auch wenn oder gerade weil das Unternehmen einen anderen Weg gegangen ist, um ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Denn wissenschaftliche Studien haben auch sie nicht vorzuweisen.
Es wird eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten sein. Verschiedene Medikamente haben verschiedene Zulassungsbedingungen. Wir haben mehrere gefunden, die schneller und einfacher sind, die ich aber noch nicht veröffentlichen kann. Dies wird sich im Laufe des Jahres klären, wenn wir diese Produkte vermarkten. Sollte das Unternehmen sein Versprechen einlösen, wären sie die Ersten, die die komplizierten Bedingungen der westeuropäischen Medikamentenregulierung mit einem Phagenprodukt durchbrochen haben. Eine große Hoffnung für zehntausende Menschen mit MRSA-Infektionen in Europa, die ein ähnliches Schicksal teilen wie Henri Lemaître. Ich muss zugeben, ich habe nicht mehr daran geglaubt. Es war einfach nur ein Traum, damit irgendwann fertig zu werden. Nach der Phagentherapie, der letzten Operation, hatte ich ein bisschen Hoffnung. Und zwei Monate später hat man entdeckt, dass es gar keine Staphylokokken mehr gibt. Es war ein Traum, aber ich konnte es erst gar nicht glauben. Es war wie ein Lottogewinn. Und als es dann einen Monat später immer noch keine Staphylokokken gab und auch weitere zwei Monate später, da habe ich gedacht, ja, ich habe gewonnen. Ob die Phagentherapie sich wirklich als Massenprodukt etablieren kann, ist noch unklar. Fest steht zumindest für Henri Lemaître, dass er mit Hilfe dieser Individualtherapie seinen Fuß behalten kann. Von einer Amputation ist schon lange nicht mehr die Rede. Seit der Behandlung mit dem sowjetischen Virus konnte seine Wunde endlich heilen. Nächste Woche startet die dreiteilige Doku-Reihe über Nanotechnologie. Und gleich erkunden wir, ob und wie in Familien männliche und weibliche Rollenbilder geprägt werden. Und da gibt es ein paar verblüffende Beispiele.